Jetzt werden die Herzen schmaler gemacht. Erstmal häkeln wir uns bis zu dem ersten Kästchen vor. Das mache ich mal. Das erste Kästchen kommt dann hier. Ich häkle mal bis dahin mit Stäbchen und dann zeige ich euch, wie man die Herzen schmaler macht. So, an dem ersten Kästchen angekommen, habe ich hier noch meinen Maschenkopf mit dem Stäbchen behäkelt. Jetzt in das Kästchen ein Stäbchen und auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt. Dann kommen eine Luftmasche, Stäbchen aus Stäbchen, ein Kästchen, Luftmasche, nächstes Kästchen arbeiten, bis zum Maschenmarkierer hin. Da sind wir jetzt angekommen und jetzt, ich nehme schon mal meinen Maschenmarkierer kurz raus. Jetzt hier ein Stäbchen in die Lücke, Maschenmarkierer, da reingesetzt, Stäbchen auf Stäbchen. Luftmasche, Kästchen arbeiten. Da müsst ihr halt aufpassen, wo jetzt das letzte Kästchen ist. Ah ne, Luftmasche vergessen. Nochmal Kästchen. Und dann Stäbchen in die Lücke. Und weiter mit Stäbchen bis zum zweiten Herz. Und da macht ihr das Ganze genauso, wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Denn da müssen wir nochmal schmaler machen, damit das Herz auch die richtige Form kriegt. Okay, ich beende das Video. Wie gesagt, das zweite Herz genauso arbeiten. Wir sehen uns in der nächsten Reihe wieder.